Ja, das Thema Wahrheit, und das zeigt ja auch diese große Zahl von Interessenten heute Abend, das Thema Wahrheit polarisiert. Es polarisiert nicht nur, sondern es politisiert nicht erst heute, sondern seit jeher eigentlich. Es zieht, das muss man eben auch sagen, kritisch sagen, bedauernd sagen, es zieht auch eine Blutspur durch die Geschichte. Erinnert sei noch einmal an ein Ereignis vor 2600 Jahren, was vielleicht am Beginn dieser ganzen gewalthaften Auseinandersetzung um das Thema Wahrheit steht, die Eroberung des Tempels in Jerusalem und den Beginn der jüdischen Diaspora. Dann die Kreuzzüge sind erwähnt, in denen es eben auch um die Frage des rechten Glaubens ging. Dann die Eroberung Amerikas, wo es ebenfalls um dieses Thema zumindest ideologisch immer wieder gegangen ist. Dann die Glaubenskriege im 17. Jahrhundert zwischen den Reformationen und Gegenreformationen und dann natürlich auch die ideologischen Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert. Das ist so die problematische Spur der Wahrheitsgeschichte. Und Sie bemerken es schon, eine auffällige Häufung von Beispielen der Wahrheitskriege oder der Wahrheitskonflikte, gerade auch in der christlich-abendländischen Tradition. Das ist vielleicht nicht von ungefähr so. Es gibt einen berühmten Aufsatz, einen berühmten Buch von dem Ägyptologen Jan Assmann, er ist Ägyptologe in Heidelberg, mit dem Thema die mosaische Differenz, in der er behauptet, die wichtigste und allerwichtigste Revolution in der Menschheitsgeschichte habe sich damals ereignet, als ja, sozusagen, nicht wahr, der Ein-Gott-Glaube entstanden ist. Dort fand etwas fundamental Neues statt. Bis dato waren die Religionen alle in irgendeiner Weise gleichberechtigt. Man hat sozusagen die Religion der anderen als die anderen gesehen, aber nicht als die falschen. Aber mit dem Auftritt, welthistorischen Auftritt eben des Mose und des Judentums und danach eben auch des Christentums und des Islams, das ist die Spur, teilt sich die Wahrnehmung in die richtige Religion und gar keine Religion. Also wahr und falsch ersetzt die Alterität, die Andersheit. Und das ist die große These. Soweit erst einmal zur Geschichte der gewalthaften Geschichte der Wahrheit. Vielleicht werden wir auch über diesen Aspekt nachher noch ein bisschen reden. Aber ich möchte natürlich auch den Blick auf die heutige Situation wenden. Wo stehen wir heute? Ich denke, wir haben weitere Kämpfe um die Wahrheit. Kämpfe nicht unbedingt auf dem militärischen Feld, sondern in der öffentlichen Meinung, in der sogenannten vierten Gewalt im Staat. Und da möchte ich eben auch noch einmal daran erinnern, welche wichtige Bedeutung die öffentliche Meinung gerade auch seit der Aufklärung gewonnen hat. Man hat irgendwie gerade auch in der Publizität, in der Journalismus, in der öffentlichen Meinung sozusagen irgendwie immer eine Art Kontrollorgan gesehen. Es ist der öffentliche Vernunftgebrauch, wie ihn Amartya Sen, ein indisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, einmal genannt hat. Der öffentliche Vernunftgebrauch, nicht zu unterschätzen seit der Aufklärung. Und zumeist hatte die öffentliche Meinung eine emanzipatorische Funktion. Heute ist sie aber eben auch um die Kämpfe um Meinungshoheit geraten. Ja, mit dem Ausdrücken von alternativen Fakten und Fake News sind wir in einer neuen Dimension der Auseinandersetzung um eben die Deutungen. Und da möchte ich ganz zu Anfang ein paar Bemerkungen zu machen, bevor ich dann in das Thema Wahrheit etwas tiefer hineingehe. Alternative Fakten. Die Erfindung dieses Ausdrucks kann sich eine Amerikanerin auf die Fahnen schreiben, dem Namen Kellyanne Conway. So war ihr Name. Sie war eine Mitstreiterin von Donald Trump und Sie erinnern sich wahrscheinlich noch der Inauguration des letzten Präsidenten, der dann behauptete, bei seiner Einführung seien viel, viel mehr Teilnehmer auf den Straßen gewesen als damals zu Barack Obamas Zeiten. Und man hat das dann mit den Fotos eindeutig beweisen können. Und da kam dann irgendwie dann die Aussage irgendwie dieses Pressesprechers dazu, nein, nein, das stimmt nicht. Und sie hat eben dann den Ausdruck alternative Fakten geprägt. Also es gibt dann nicht nur diese Fakten, die man vom Bild her sieht, sondern es gibt alternative Fakten und an diese ganzen Gedanken, die ja auch noch gar nicht so alt sind. Wir mussten uns ja selber alle erst an diese Sprechweise gewöhnen. An diese Gedanken schließt sich nun irgendwie eine ganz große These an, nämlich die These, dass wir in das postfaktische Zeitalter eintreten.
Das klingt so ein bisschen wie ein Wortgestüm, postfaktisches Zeitalter. Fake News, das ist die andere Bedeutung oder die andere Seite oder der zweite Aspekt unseres Themas. Die Fake News, und ich war diskreditiert, vor allem die liberale Presse erinnert sei da an Donald Trumps Ausfälle gegen die New York Times, seinen Lieblingsgegner. Das hat der Zeitung übrigens sehr gut getan. Sie hat mittlerweile über 10 Millionen Abonnenten, steht also wirtschaftlich blendend da, dank Donald Trump. Das gibt auch zu hoffen. Ja, aber das war damals die Polemik von dem damaligen Präsidenten, das seien alles Fake News. Lügenpresse haben wir dann in unseren Breiten irgendwie das gehört. Auf der Straße wurde das gerufen. Wir beziehen den Ausdruck Fake News sowohl von der einen wie auf die andere Seite, aber auch auf die sozialen Medien. Also insofern ist Fake News tatsächlich zu einem Kampfbegriff geworden, von beiden Seiten oder von allen Seiten verwendet, der jeweils anderen Seite vor die Füße geschleudert und diskreditierend irgendwie sozusagen die Quellen der Information. Fake News. Ja, soweit einmal zu unserem gegenwärtigen Feld. Und nun würde ich ganz gerne etwas ein bisschen in das Philosophische hineingehen, denn ich denke, wir brauchen vielleicht etwas philosophisches Futter für unsere Diskussion später, für unsere Ausführungen später. Ein bisschen philosophisches Futter zum Wahrheitsbegriff. Ja? Einfach auch nachher, um das destruktive Potenzial von Fake News zu begreifen. Das wird dann auch das Thema der Breakout Rooms sein und unserer einzelnen Gruppenarbeit sein. Und eben auch, um die große These zu verstehen, die ich so en passant gerade irgendwie habe fallen lassen, nämlich die große These, die große geschichtsphilosophische These auf das ideologische Zeitalter des 20. Jahrhunderts, folge nun das postfaktische Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Das klingt so ein bisschen gruselig. Vielleicht ist es auch etwas in dicken Tinten aufgetragen, denn wie könnten wir 2022 schon ein Fazit über das gesamte Jahrhundert ziehen? Also sein wird auch etwas gelassen, aber es ist eine große These, an der man sich ein bisschen abarbeiten kann. Es geht also jetzt auch, wenn ich etwas ein bisschen über den Wahrheitsbegriff sage, auch darum, uns im Gang der Geschichte zu verorten und uns sozusagen auch als geschichtliche Wesen zu verstehen. Ja, wie soll ich eigentlich beginnen? Ich schlage mal vor, wir sortieren einfach die verschiedenen Verwendungen von Wahrheit in ihren jeweiligen Kontexten. Und da würde ich mal sagen, gibt es gleichsam so etwas wie eine Achse, auch mit zwei Extremen. Auf dem einen Extrem finden wir sozusagen das, was man auch die Tatsachenwahrheit nennen könnte. Und auf dem anderen Punkt finden wir das, was man die Sinnwahrheiten nennen könnte. Also stellen wir uns so wie so eine Achse vor, eine ganze Skala wird aufgemacht, die sozusagen von dort nach dort reicht. Und wir haben mal mehr das eine, mal das mehr das andere, aber zunächst einmal zur Orientierung ganz scharfe Unterscheidung zwischen Tatsachenwahrheiten versus Sinnwahrheiten. Und zunächst einmal ein paar Gedanken zu den Tatsachenwahrheiten. Wir setzen einen klaren realistischen Ansatz voraus. Und ich war unsere Aussage, wie zum Beispiel der Vesuv ist ein italienischer Vulkan in der Nähe von Neapel, ne, ist wahr, wenn das einfach so ist. Jetzt kommen die Logiker noch dazu und analysieren den Satz nochmal so einzelne Bestandteile. Das müsste man es aber hier nicht tun. Sagen einfach nicht wahr, wenn sozusagen unsere Aussagen mit der Wirklichkeit übereinstimmen, mit den Fakten übereinstimmen, dann sind diese Aussagen irgendwie wahrheitsfähig. Und wichtig dabei ist, es geht eben stets um Aussagen. Es geht nicht um die Dinge selbst, sondern über das, was wir über die Dinge behaupten. Das bedeutet, das ganze Thema Wahrheit kommt eigentlich wahrscheinlich evolutionär überhaupt erst dann auf den Tisch, wenn es Menschen gibt, wenn es Wesen gibt, gleichsam Aussagen über diese Welt machen können. Das heißt, es setzt Sprache voraus. Und insofern ist das Thema Wahrheit auch innerhalb der Sprache zu betrachten. Es ist vielleicht so etwas wie ein Sprachspiel, so hat Wittgenstein das einmal genannt. Und der Verstand und das Sprachspiel einfach verschiedene Verwendungsweisen von Sprache, wie zum Beispiel taufen oder ein Informationsgespräch führen oder ein Beratungsgespräch, wie auch immer, das sind verschiedene Sprachspiele. Interessant ist dabei nur die Spekulation, die Frage, irgendwie, warum haben die Menschen eigentlich dieses Sprachspiel entwickelt und wer mit dem Ausdruck Sprachspiel nicht so viel anfangen kann, der sagt einfach, der ergänze sich einfach, warum ist denn eigentlich die Wahrheit der Hintergrund unseres Redens und unseres Sprechens?
Und ich denke, die Antwort ist relativ klar. Es muss irgendwie um Verständigung, um Orientierung gegangen sein, schon seit den Frühtagen der Menschheitsgeschichte, um die Verständigung und um die Sicherstellung einer intersubjektiven Welt, über die sich eine ganze Gemeinschaft verständigen kann. Es scheint so zu sein, als würde eine Gemeinschaft nicht wahr diesen verlässlichen Hintergrund brauchen. Und schon von diesen Gedanken her können wir ermessen, welch destruktives Potenzial eigentlich in unserer modernen Redeweise liegt, die man ja heutzutage so oft hört, wenn es heißt, nicht wahr, jeder hat doch bitte schön seine eigene Wahrheit. Ich habe doch meine und Sie haben Ihre. Und wer will denn feststellen, wer von uns die Wahrheit hat? Zunächst einmal klingt das irgendwie relativ plausibel, aber wenn man das auf dem Hintergrund betrachtet, welche Funktion das Thema Wahrheit eigentlich für eine Gesellschaft hat, dann wird man auch die Diagnose stellen, dass eine solche Redeweise von der Versubjektivierung der Wahrheit so etwas nicht wahr wird provoziert wie die Auflösung einer intersubjektiven Welt oder auch eine Auflehnung gegen eine normierte, von anderen definierte Welt. Diese beiden Aspekte gehen vielleicht ein bisschen unheilvoll ineinander über, denn Auflehnung ist ja zunächst einmal gar nichts Schlechtes. Das klingt so ein bisschen nach Aufruhr, nach irgendwie Individualität, nach eigenem Standing. Aber wenn es eben dazu führt, dass gleichsam die Wahrheit so verflüssigt wird, dass auch unsere gemeinsame Welt dabei irgendwie auf dem Spiel steht, dann wird das schon eher ein Problem. Die naturwissenschaftliche Wahrheit, etwas von den Faktenwahrheiten abzukommen, aber auch gleich mal ganz kritisch daneben, so eine kleine Fußnote noch einmal angeführt, auch das Fakt, die Fakten, die Tatsachenwahrheiten sind so unproblematisch nicht. Es liegt ja schon allein am Ausdruck des Faktums. Da steckt ja das lateinische Facere machen drin. Also in irgendeiner Weise hat man das Gefühl, nicht wahr, dass der Fakt ist etwas, was uns Menschen gegeben ist. Und damit wird es von uns Menschen auch wahrgenommen. Also etwas Menschliches geht von vornherein in die Rede von Faktum hinein, aber das umschiffen wir mal so ein bisschen, dieses große Problem. Zur naturwissenschaftlichen Wahrheit kommt es aber eigentlich erst in der Renaissance, könnte man sagen, nämlich durch die Erfindung dessen, was man die physikalische Wirklichkeit nennt. Das geht eigentlich auf Galilei zurück, diese Erfindung der physikalischen Wirklichkeit. Was ist eine physikalische Wirklichkeit? Sie ist nicht die wirkliche Wirklichkeit, in der wir leben, nicht die Wirklichkeit unseres alltäglichen Lebens, sondern es ist eine von Ungenauigkeiten bereinigte Welt. Es ist vielleicht so etwas wie das physikalische Gerüst der Welt, in der alles hängt. Und zu dieser physikalischen Welt haben wir gleichsam Zugang durch unsere wirkliche Welt, nämlich durch die Experimente. Durch die Experimente. Und aus diesen Experimenten werden dann Hypothesen formuliert und aus den Hypothesen gelangt man dann irgendwann zu Naturgesetzen, ja, die dann aber auch wiederum revidiert werden können oder erweitert werden können. In der Regel gar nicht so sehr revidiert, aber in der Regel werden sie erweitert, sodass wir ja sagen können, nicht wahr, wir machen da tatsächlich einen historischen Fortschritt in unserer Natur, in der Naturwissenschaft. Und es muss tatsächlich so etwas Stimmiges dran sein an der naturwissenschaftlichen Wahrheit. Irgendwie muss da so eine Korrespondenz von dem, was wir über die Natur denken, zu dem, was die Natur tatsächlich ist, bestehen. Und der historische Fortschritt in den Naturwissenschaften zeigt ja auch, dass diese Korrespondenztheorie der Wahrheit, die irgendwie zu einer Konvergenztheorie wird, dass wir gleichsam der Wahrheit immer näher gelangen, immer näher kommen, dass da irgendwie etwas dran ist. Urheber der Korrespondenztheorie übrigens ist ein sehr alter und sehr ehrwürdiger Denker, das ist Aristoteles, der auch in der Auffassung ist, nicht wahr, wenn unser Denken nicht mit den Dingen, mit den Dingen, so wie sie sind, übereinstimmen, dann sind wir einfach im Irrtum. Das ist so seine These und ist dann im Hochmittelalter zu einer richtigen Formel versteift worden oder definiert worden von Thomas von Aquin. Wahrheit ist die Übereinstimmung des Intellekts mit den Dingen. Das ist die Formulierung bei Thomas von Aquin. Aber das müssen wir gar nicht weiter verfolgen. Namen sind tatsächlich ein bisschen Schall und Rauch. Wir bleiben in dem historischen Zusammenhang. Und halten noch einmal fest, nicht wahr? Wir haben die Vorstellung, die ja auch sehr plausibel ist, dass wir in den Naturwissenschaften so etwas wie eine Annäherung
an die Wahrheit haben. Und das wird in der Tat bestätigt. Das wird bestätigt durch die Technologien, die die Menschheit ja im Laufe der Zeit entwickelt hat, nämlich die Technologien durch neue Techniken der Wahrnehmung. Erinnert sei da zum Beispiel an die Erfindung des Fernrohrs, die ganz enorm war, die eigentlich im Grunde den Ausgang aus dem Mittelalter bedeutete. Also Techniken der Wahrnehmung, dann Techniken der Kommunikation, da ist der Buchdruck zu nennen als wichtige Schwelle. Dann aber auch eben Techniken zur Bewältigung des Raumes. Da ist etwa nicht wahr, an die Fortbewegungsmittel zu denken, an den Automaten zu denken, an die Dampfmaschine, an das Automobil, an den Flugzeug dergleichen mehr zu denken, mit der die Menschheit diesen Raum überwindet. All das bestätigt sozusagen unsere physikalischen Theorien. Und dann last but not least natürlich die Techniken in der Medizin. In all diesen Erkenntnissen stehen wir gleichsam auf dem harten Fundament der Fakten oder der Empirie. Und in diesem Bereich der Wahrheit kann es wenig Zweifel geben an der Wahrheit. Den einzigen Zweifel, den es dort gibt, betrifft eher den Zugang zur Wahrheit, nämlich dass man sagen muss, ja, die Menschen haben eben immer nur einen menschlichen Zugang. Insofern ist es gut, wenn an vielen Orten zugleich geforscht wird, wenn ein Experiment wiederholbar werden kann, dass der, sozusagen der Zugang zur Wahrheit ein pluralistischer bleibt. Jetzt aber zu dem viel interessanteren Feld, nämlich zu dem Feld der Sinnwahrheiten. Da haben wir eine ganz andere Bühne, da haben wir eine viel höhere Temperatur, Betriebstemperatur als in den Naturwissenschaften, denn da orientieren wir uns ja nicht mehr wie in den Naturwissenschaften in der materiellen Welt, sondern in der immateriellen Welt, der existenziellen oder auch gesellschaftlichen Welt. Gar der spirituellen und religiösen Welt. In diesen Welten bewegen wir uns jetzt mit diesem Gedanken oder mit diesem Aspekt von Wahrheit. Ich nenne sie einfach mal die Sinnwahrheiten. Von vornherein wird sehr schnell klar. Ein Charakter der Wahrhaftigkeit etwa. Damit meinen wir eine gewisse Unbeugsamkeit oder eine Authentizität. Das Authentische ist gleichsam das Echte. Da kommt das her aus dem Griechischen. Nicht wahr? Echtheit meint es. Und sozusagen kein Rollenspiel, sondern gleichsam das Echte, der wirkliche Kern. Dann eine ethische Vorbildfunktion. Und wir haben da eine ganze Reihe von historischen Gestalten. Können Sie sich irgendwie ergänzen. Ich zähle immer wieder dazu gerne Mahatma Gandhi oder auch Nelson Mandela, Albert Schweitzer, andere Personen, die einfach immer wieder ein großes Vorbild gegeben haben für andere Menschen, weil sie eben diesen Charakter der Wahrhaftigkeit so überzeugend dargestellt haben, ausgefüllt haben. Worin besteht der wesentliche Unterschied dieser Wahrheit eigentlich zur Tatsachenwahrheit? Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass man es, um das überpointiert zu sagen, die Sinnwahrheiten gemacht werden. Die liegen nicht auf der Straße, die sind nicht sozusagen in im Faktenmaterial vorhanden, sondern sie werden gemacht. Es sind menschliche Projektionen, die hier eine große Rolle spielen. Und deswegen haben Sinnwahrheiten eine ganze Menge von Schichten. Und Sie können sich diese Schichten beliebig ergänzen. Ich habe 3, 4, glaube ich, mal zusammengestellt. Wir haben sozusagen eine historische Schicht. Wir sagen würden, ja, auf jeden Fall entwickelt sich da immer etwas. Die Art und Weise, was irgendwie frühere Generationen über dem guten Leben sich haben vorgestellt, ist anders als heute. Wir haben also eine historische Schicht. Wir haben auch eine kulturelle Schicht, dass wir sagen würden, ja, wir haben viele, viele Kulturen auf diesem Erdball verstreut und jede Kultur gleichsam nicht wahr, hat ihr eigenes Sinnpotenzial und insofern haben wir da eben auch diese kulturelle Schicht. Soziale Schichten selbstverständlich. Wer gehört welcher Schicht an? Was prägt sich da hinein in den Charakter? Und da sind wir bei der anderen Schicht auch ebenfalls sehr, sehr wichtig, denn ich nenne sie mal die personalbiografische Schicht, in der gleichsam nicht wahr, die Erfahrungen eingraviert sind, die ich in meinem biografischen Leben gemacht habe, auch in meinem außerbiografischen Leben durch die Erzählungen meiner Eltern und meiner Großeltern. All das sedimentiert sich in mir und es kommt zu
gewissen, zwischen mich war, narrativen Fäden, die irgendwie durch die ganzen Charaktere, durch die Menschen laufen. Und da haben wir dann die Bedeutung dieser Sinnwahrheiten, dieser Schichten. Es sind vor allem Wahrheiten, die nicht unabhängig von Narrativen sind, von Erzählungen sind und damit eben in einem gewissen Maße auch subjektiv. Nicht in diesem Sinne radikal subjektiv, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, aber es prägt sich doch irgendwie in diese Wahrheit bestimmte Stempelabdrücke hinein. Und das sind eben diese Schichten, von denen ich gesprochen habe. Wir haben hier also sozusagen einen weichen Untergrund, so könnte man sagen, ja, in den sich sozusagen die Wahrheitsabdrücke hineinprägen, anders als bei den harten Fakten, also im harten Fels bei der Fakten, hier ein weicher Untergrund. Ja. Aber wo haben wir die Wahrheitsperspektive jetzt bei diesen ganzen Überlegungen? Vielleicht noch einmal im Gedanken des Fortschritts. Vielleicht könnte man sagen, und zwar, ich meine jetzt nicht Fortschritt im technisch-ökonomischen Sinne, sondern Fortschritt im humanen, im ethischen Sinn. Wenn man sagen könnte, ja, Wahrheiten, nicht wahr, führen uns dazu, dass wir unsere Fähigkeiten erweitern können, dass wir irgendwie bessere Menschen werden, dass wir, nicht wahr, fähiger werden im Zusammenleben miteinander, dass wir fähiger werden im Blick auf Minderheiten und was man sich alles hier denken kann, also eine humane Gesellschaft, nicht wahr, die irgendwie auch divers sich aufsplittet und trotzdem irgendwie die innere Kohärenz nicht verliert, gleichsam, nicht wahr, auch die mit großem Mitgefühl auf die einzelnen Facetten der Gesellschaft schaut. All das gehört zum fähigeren Charakter und ich bin der Auffassung, dass wir irgendwie da tatsächlich irgendwie auf dem Weg sind in unseren westeuropäischen Gesellschaften. Das ist ein Gedanke, der aus dem amerikanischen Pragmatismus eigentlich kommt, dass mal gesagt wird, lassen wir doch mal nicht diese Metaphern der Annäherung, wie wir es wie gerade auch in den Fakten wissen, bei der faktischen Wahrheit, bei der naturwissenschaftlichen Wahrheit bemerkt haben, lassen wir diese Metaphern der Annäherung doch einmal beiseite und ersetzen wir sie durch andere Metaphern, nämlich durch Metaphern der Erweiterung, Erweiterung unserer Fähigkeiten, Erweiterung unseres gesellschaftlichen Spielraumes, Erweiterung unserer Freiheitsmöglichkeiten. Das ist sozusagen, ich war da, wo die Wahrheit letztlich irgendwie ihre Wirkungen erzielt in unserem Leben. Soweit einmal zu diesem Gedanken. Man kann irgendwie noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten hier nennen, die so gerade auch in den letzten Jahrzehnten in den Gedanken dieser weicheren Sinnwahrheiten hineingebracht worden sind. Gerade mal diese Bemerkung möchte ich mir dann doch noch nicht verkneifen, gerade weil sie in der letztlichen Debatte gerade um Wahrheit immer wieder Erwähnung findet. Es hat so seit den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, von Frankreich kommt, eine große philosophische Bewegung oder überhaupt kulturelle Bewegung gegeben, die sogenannte Postmoderne, die sozusagen mit diesem Wahrheitsthema noch einmal, noch viel radikaler umgegangen ist, in dem Gedanken, das gesagt wurde, ja, letztlich sind alles Texte. Wahrheit ist gleichsam, nicht wahr, immer in einem bestimmten Text. Und wenn wir diesen Text aufgreifen und diesen Text interpretieren, dann verschieben wir sozusagen immer die Bedeutung ein bisschen, sodass jeder, der gleichsam, nicht wahr, in der Gesellschaft aktiv mitlebt, mitdenkt, irgendwie in irgendeiner Weise mitagiert, und das sind wir letztlich alle, dass wir gleichsam immer an diesem Wahrheitshorizont ihn immer ein bisschen verschieben durch unser Mittun, und dadurch wird Wahrheit tatsächlich so, bekommt Wahrheit etwas sehr, sehr Flüssiges. Das ist einerseits etwas sehr, sehr Positives, weil man sagen kann, wir alle sind an diesem Wahrheitsgeschehen letztlich mit beteiligt, aber es bekommt eben auch leicht etwas Beliebiges. Das ist die Gefahr in dieser Richtung. Da hat man, vielleicht kommen wir im Gespräch nachher auch noch auf diese Herausforderung, die gerade vom Poststrukturalismus, von der Postmoderne auf das Wahrheitsgeschehen ausgegangen ist, dann weiter zu sprechen. Jetzt möchte ich ganz am Schluss noch etwas zu der Krise der Wahrheiten bemerken, denn jetzt kommen wir gleichsam zu unserer Ausgangslage zurück, nachdem ich diesen kleinen Exkurs die verschiedenen Aspekte und Zimmer der Wahrheiten gemacht habe, nämlich in die aktuelle Situation zurück. Und da waren drei Stichworte so entscheidend, nämlich das Stichwort alternatives Faktum oder alternative Fakten, dann die Fake News und dann das postfaktische Zeitalter. Wir bewegen uns jetzt also, ich war direkt auf der Höhe unseres Themas, auch das ein bisschen feurig formuliert ist, nicht Fakt, Fake und Fiktion.
Was ist der Missing Link zwischen meinem Referat über die Wahrheit und dem Wahrheitsbegriff und den Fake News? Ich denke, da müsste man jetzt genauer ein bisschen noch über die gesellschaftliche Situation nachdenken, in der wir uns alle befinden. Und vor allem über die Bedeutung der Medien und der Bilder. Nehmen wir ganz kurz nochmal über die Bilder nach. Bilder haben, glaube ich, irgendwie gerade auch im Bereich des Journalismus immer die Funktion gehabt, dass sie so etwas wie ein Tatsachenbeleg waren. Ja, wir kennen aber auch sozusagen seit dem 20. Jahrhundert, schon eigentlich seit der Frühphase der Fotografie, das Phänomen, dass Bilder gefälscht wurden. Sie kennen wahrscheinlich dieses berühmte Bild, wie Lenin da auf dem Wagen steht und einer Ansprache hält und man hat nachher Trotzki aus diesem Bild herausretuschiert, nachdem Trotzki in Ungnade gefallen ist. So gibt es eine ganze Reihe von Bildern, gerade auch irgendwie aus der DDR-Geschichte und aus gerade auch aus Russland, wo man so mit diesen Bildern umgegangen ist. Also ich war eine ganz klar manipulative Tätigkeit, die sich auf die Bilderwelt auswirkt. Also den Bildern wird, könnte man pointiert sagen, den Bildern wird auch irgendwann sehr schnell das Lügen beigebracht. Den Bildern wird so schnell das Lügen beigebracht. Das ist aber alles gar nicht so neu. Aber neu, glaube ich, ist, und das bringt uns jetzt eigentlich erst zu den alternativen Fakten, neu ist, dass wir dabei sind oder dass sozusagen unsere Öffentlichkeit dabei ist, eine komplett neue Realität erfinden zu wollen. Und das funktioniert über eine neue Rolle des Konsumenten, über die man ganz kurz nachdenken mag. Der Konsument ist nicht mehr der bloße Rezipient bei den modernen Medien, sondern er ist auch Produzent. Er ist Produzent, ich war von Gerüchten, er ist Produzent von Fake News, in dem sozusagen jeder Empfänger in diesen sozialen Plattformen, jeder Empfänger eben auch ein potenzieller Sender wird. Er schreibt sich in den Machtdiskurs Meinung ein. Machtdiskurs Meinung, ein ganz großes Wort, führt noch einmal, könnte man von hier aus noch einmal wieder zurückfinden, eigentlich in das 19. Jahrhundert. Es geht, glaube ich, auf eine Entdeckung Friedrich Nietzsches zurück, einmal ganz kühn gesagt hat, was heißt hier überhaupt Wahrheit? Wahrheit ist etwas, was die Menschen erfinden und erfinden es die Mächtigen. Ja? Und sie machen uns dann letztlich vergessen, dass das eigentlich im Grunde genommen ein Machtspiel gewesen ist, indem sie die Wahrheit dann irgendwie in metaphysische Höhen hochstilisieren, indem sie sagen, Götter erfunden werden oder ja, Wahrheiten auf transzendenten Himmeln erfunden werden. Also die Vorstellung, nicht wahr, dass das Wahrheits Geschehen, etwas mit Macht zu tun hat, ist so neu nicht, geht wie gesagt ins 19. Jahrhundert zurück. Und, aber herauskommt heutzutage nicht, dass ich mit diesen neuen Medien eine ganz neue Möglichkeit, dass an diesen Machtdiskurs befeuern zu können. Wahrheiten wird nämlich das, was aus den Echokammern heraus kommuniziert wird. Das ist das Neue. Nicht wahr? Dadurch wird Wahrheit dann so fragmentiert und wird machtmanipulativ. Und das Entscheidende scheint mir darin zu liegen, dass Wahrheit nun plötzlich mit einem Mal zu einem Massenphänomen wird. So als könnte man gleichsam auf der Straße abstimmen, was Wahrheit ist. Das geschieht in den neuen Medien. Ich glaube, durch diese permanente Wiederholung von Fake News werden bis zu einem Punkt wiederholt, bis sie sozusagen irgendwie Selbstläufer werden und sich dann irgendwie in die Gehirne eingraviert haben und dadurch eine Wirkmacht entfalten, die natürlich sehr, sehr destruktiv sein kann. Darüber werden wir, glaube ich, noch weiter gleich sprechen. Also der große Gedanke ist, nicht wahr, die schiere Masse entscheidet in diesem Informationskrieg im Grunde genommen über Wahrheit und Unwahrheit. Und damit wird etwas Entscheidendes preisgegeben, was bis dato eigentlich immer der Wahrheit zur Seite gestanden ist, nämlich die Vernunftwurzel. Die Vernunftwurzel, damit meine ich, man hat irgendwie bisher immer in unserer Tradition gesagt, warum sagst du das? Wie begründe das doch einmal? Es ist also immer ein Appell an die Vernunft gewesen, gleichsam den Beweis zu liefern. Nicht wahr? Jede Äußerung, jede Aussage brauchte einen Beleg. Und dieser Beleg, der kommt aus der Vernunft und muss dann gute Gründe finden und all das wird gleichsam abgeschnitten. Wir müssen mittlerweile oder heutzutage in unserem medialen Geschehen keine Gründe mehr angegeben werden, sondern es wird nicht wahr eingehämmert, es ist die schiere Masse, die entscheidet. Der Begründungszwang, so könnte man sagen, der seit dem Sokrates unsere abendländische Kultur beherrscht, dieser Begründungszwang wird obsolet, wird suspendiert und wird durch bloße Lautstärke ersetzt. Und da könnte man sagen, das greift natürlich an die Basis
jeder demokratisch freien Gesellschaft, sofern man eine demokratisch freie Gesellschaft als eine Gesellschaft versteht, in der so etwas wie ein öffentlicher Vernunftgebrauch stattfindet. Ja. Wenn also, nicht wahr, die Gesellschaft wird ihres rationalen Gehaltes entkernt, weitere Bastionen werden gestürzt, das können wir sehr schön auch in Amerika beobachten, aber auch in Osteuropa, vor allem in Polen und in Ungarn können wir das sehr gut beobachten, was sozusagen die nächsten Kandidaten sind, die nächsten Balken sind, die aus dem Gebäude einer funktionierenden Gesellschaft gezogen werden. Es ist sozusagen die Pressefreiheit. Und dann ist es die unabhängige Justiz. Und damit wird im Grunde genommen ein ganzes Gebäude zum Einsturz gebracht. Soweit einmal so ein bisschen so die alarmierende Situation. Wir werden wahrscheinlich irgendwie uns dann gemeinsam darüber aber noch um Gedanken machen, wie wir dieser Situation begegnen müssen. Die erste Antwort wäre wahrscheinlich die, dass wir einfach sagen, ja, Demokratie war noch nie etwas oder ein freies Leben war noch nie etwas, was wir einfach geschenkt bekommen, sondern es war immer etwas, für das jede Generation neu kämpfen musste. Vielleicht waren wir irgendwie in dieser Nachkriegssituation in diesen 80er, 90er, 2000er Jahren einfach irgendwie zu bedenkenlos umgegangen mit unserer Freiheit und plötzlich scheint es klar, wir müssen für diese Freiheit wieder kämpfen. Soweit einmal mein kleiner Überblick über das Thema Wahrheit. Sie merken, wie am Ende sich das Thema Wahrheit mit dem Thema Freiheit verbindet und verkoppelt. Auch das ein interessanter Punkt. Könnte man auch über diese Verbindung, über die Verschmelzung noch lange, lange sprechen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt, Birgit, vielleicht die Gruppen bilden mit den Fragen. Und du hast sie, glaube ich, in den Chat geschrieben.